wir ziehen die Hut vor dir, sagen merci vielmal für die grandiose Zeit und wünschen dir in der Bundesliga noch das Beste. Du wirst immer einer von uns sein. Unsere Nummer 5, Cedric! 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 Ist es soweit, du hast für einen Moment dein letztes Match für IB gespielt, ein Cup-Finale mit dem krönenden Abschluss. Ja, es war ein riesen Feig noch einmal heute, noch das letzte Mal. Riesen Stimmung. Ich glaube, der Match, so wie er verlaufen ist, war ein perfekter Abschluss gewesen. Es hat noch mal alles gebraucht. Jedes Prozent, das noch übrig war. Und ja, schlussendlich den Titel noch mitzunehmen, ist unbeschreiblich. Ja. Wie emotional war es für dich? Ich meine, einerseits der Sieg, aber eben auch der Abschied. Ja, ich hatte ein paar Wochen, um mich wieder darauf vorzubereiten. Aber so die richtige Anspannung ist in den letzten Tagen gekommen. Und ich glaube, man hat so gemerkt, so beim Schlusspfiff ist dann alles rausgekommen. Die ganze Anspannung, die ganze Vorfreude, die ich auf das Spiel hatte, der ganze Wille, um das so zu gewinnen, ist einfach in diesem Moment explodiert. Und es war unglaublich, das Gefühl, jetzt eben mit den Fans zu feiern, so einen Abschluss zu haben. Und ja, es war einfach eine unglaubliche Szene gesehen und ich glaube, das brennt sich in einem rein und das werde ich für immer in meinem Kopf haben. Ja, man hat schon gesehen, es hat dich schon auch ein bisschen mitgenommen, ein bisschen durchgerüttelt. Ja, extrem. Aber wie ich es gesagt habe, nach dem Spiel gerade hat es mich richtig genommen. Und dann, als ich Teamkollegen im Arm hatte, die Familie auch noch, waren aufwühlende Minuten gesehen, aber extrem schön. Ich glaube, für so Momente spielt man Fußball und es war unglaublich schön gesehen. Ja, es geht eine unglaublich erfolgreiche Zeit für dich bei IB zu Ende. Wie kannst du das schon so ein bisschen realisieren, ein bisschen einschätzen, eben die historischen Erfolge mit dem Double jetzt nochmal oben drauf? Ja, eine Wahnsinnszeit. Ja, 4 Jahre, 5 Titel. Ich glaube, das sagt schon alles. Ja, unglaubliche Zeit können haben hier. Mit den Jungs viel können feiern, mit den Fans viel können feiern. Auch ein spezielles Jahr mit dem ganzen Corona. Und eben jetzt die Art und Weise, sich so zu verabschieden, noch einmal das Double holen, ist unbeschreiblich. Im Moment habe ich es glaube ich, noch nicht ganz realisiert. Das habe ich dann noch ein paar Wochen, um das zu sacken, um alles nochmal durchgehen. Jeden Moment, jeden wichtigen Moment von diesen 4 Jahren. Das ist unglaublich und ich freue mich schon darauf, wenn ich nochmal alles zurückdenken kann. Hast du zum Schluss vielleicht noch irgendeine Abschiedsbotschaft an die Fans? Ja, ich habe es heute auf dem Platz schon gesagt. Ich glaube, zuerst mal ein riesengroßes Merci an alle, an ganz Verein, an die Fans, an die Stadt, wie sie mich aufgenommen, wie sie mich durch die 4 Jahre geführt haben. Es war glaube ich, nicht einfach. Es war eine schwierige Situation, als ich hierher kam. Ich musste mich beweisen, aber das Vertrauen ist mir geschenkt worden. Und ja, dort sicher ein ganz grosses Merci. Und wirklich, ich denke an die Zeit zurück und habe wirklich ein Lachen im Gesicht. Es war unglaublich, es war sehr schön. Und schlussendlich kann ich einfach nur ein ganz, ganz grosses Merci sagen. Ein grosses Merci können aber auch wir dir sagen. Und, ja, alle hier werden die beste Erinnerung behalten und wünschen dir sicher von Herzen alles Gute. Merci, Cesi. Merci vielmals, danke. Und lassen wir nochmal mit einem grünen Ton glatzieren. Unser Fünfi, Cedric!